Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Und ja, ihr seht, wir sind gerade beim letzten Durchgang. Der Häcksler fährt eigentlich sowieso nur noch so sporadisch mit. Gleich ist der Kipper voll und ich werde den Rest einfach stehen lassen, den er hier nicht mehr schafft. Ja, richtig gut ist es geworden. Hat sehr, sehr lange gedauert, das alles hier abzuhäckseln. Aber wir haben einiges voll bekommen. Unter anderem den Kipper jetzt. Können wir den gleich mal ausschalten hier. Helfer entfernen, genau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz zur Biogasanlage. Da fahren wir jetzt schnell hin. In der Zwischenzeit kann ich auch da wieder den Tempomat hochdrehen. Der war zwar ganz praktisch auf 10 km/h eingestellt, denn solange man eben den Häcksler herfahren muss, ist es relativ nervig, wenn du immer so vor, zurück machen musst. Aber für die weiten Strecken ist es dann so doch wesentlich angenehmer. Ja, liebe Leute, was haben wir zusammenbekommen? Wir haben einen kompletten Fahrsilo durch, ja, und der andere, da glaube ich, sind auch sogar 40 oder 50% zusammengekommen. Sprich, das dürfte durchaus für eine Weile reichen. Wir sind sogar innerhalb dieses Tages fertig geworden. Ihr seht, es ist 23 Uhr, immer mit der fünffachen Geschwindigkeit. Und ich bin echt mal gespannt, was uns das Ganze dann an Kohle einbringt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, weil es waren jetzt doch ein paar Stunden, die ich jetzt eigentlich nur hier mit dem Maishäckseln verbracht habe. Jetzt werden wir dann gleich wieder auf Fullspeed einstellen. Ich bin mal gespannt, wenn wir mal kurz hier auf Info schauen. Der fährt ja weiter, muss ich kurz aufpassen. Können wir dann gleich schauen, was wir da so am Tag einnehmen. Hier steht's. Also wir haben gestern haben wir ja eingenommen. Da haben wir 245.000 eingenommen. Und das einzig und allein durch Sonstiges, sprich durch die Milchproduktion und durch die Windkraftanlage. Genau. Vorgestern war es natürlich noch besser, da haben wir 1 Million durch eine Ernte eingenommen. Haben allerdings auch Baukosten von 1 Million gehabt. Da haben wir ein Windrad gekauft. Also ihr seht, wir haben über 200.000 am Tag verdienen wir, einfach nur dadurch, dass wir spielen sozusagen. Aktuell sind wir bei 1.765.000. Und ich denke, dass wir, sobald wir wieder auf Fullplay machen, also dass es wieder schneller läuft und Mitternacht vorbei ist, dass wir dann auch wieder gut weiter nach vorne kommen noch. Mindestens 50.000 durch die Kühe. Jetzt lernen wir erstmal hier noch den letzten Kipper ab. Ich habe diesmal nicht hinten angefangen, weil ich wusste, dass hier nicht mehr so viel reinkommt. Und je weiter ich vorne das Zeug habe, desto weniger weit muss ich dann später fahren. Ihr seht aber Füllstand über 50%. Fast 60 sogar, verdichtet allerdings nur 50%. Das müssen wir jetzt noch schnell machen, dann können wir den auch noch abdichten. Und ja, ich denke durchaus, dass wir da einiges an Kohle dann zusammenbekommen. Wird, glaube ich, richtig cool. Koppeln wir den. Ach, das kann ich jetzt hier gar nicht machen. Ja. Ist ja toll. Jetzt kann ich ihn abhängen. Nee. Immer noch nicht. Jetzt kann ich ihn abhängen. Im Fahrsilo abhängen geht anscheinend nicht. So, dann fetzen wir hier ein bisschen drüber. 60% ist schon verdichtet. Ist zwar ein bisschen falsch befüllt. Ups, jetzt komme ich nicht mehr raus. Das wäre nicht so toll. Doch, geht schon noch, oder? Ja, ganz leicht. 80% verdichtet. Fahren wir hier noch ein bisschen rum. 90% verdichtet. 95, 98 und 100% verdichtet. Und jetzt hänge ich schon wieder. Brauchen wir ein bisschen mehr Schwung. Ja, der packt es schon. Mit 500 PS sollte das auch wirklich möglich sein. Dann hängen wir unseren Kipper gleich wieder an. Genau. So, dann steigen wir aus. Und dann decken wir dieses Silo hier auch zu. Zu decken. Und flunk. Schon ist dieses Silo auch zugedeckt. Das Witzige ist, es deckt halt auch bis nach hinten zu. Was ein bisschen unlogisch ist, weil wir eigentlich nur vorne zugemacht haben. Aber egal. Und nebenbei ist auch gerade unser anderes Silo fertig geworden. Da ist anscheinend wieder ein bisschen was rausgekommen, weil wir jetzt nur noch 99% Füllstand haben. Ist aber okay. Das sollte durchaus für eine Zeit lang reichen. Ja, ich würde sagen, wir drehen es wieder hoch und dann schauen wir mal, was wir noch bekommen für den Tag. 120%. Wir sind jetzt bei 1.765.000. Und in ein paar Sekunden ist es dann Mitternacht. 1.765.000. Und zack, statt 1.765.000 sind wir jetzt bei 1.826.000, sprich über 100.000
haben wir nochmal dazu bekommen. Und das ist doch wirklich nicht schlecht. Wir sehen uns später wieder.